Schengen, das ist für dich mal die erste Kehr, dass wir an der Geschichte der Menschheit riskieren, der Generation nur als ein Environment zu handeln, dem man auch gut ist, wesentlich mehr schwerer ist. Dabei kennt das für mich Verantwortung immer etwas mit Generationen zu dienen. Da wenn ich gucke, wie den gesamten ökonomischen Entwicklung von den letzten Jahren wären, sind wir dann im Bereich von den Unternehmen oder noch von der Wirtschaft, da meine ich, dann ist es nicht nur eine Möglichkeit für etwas zu machen, sondern dann ist es eine Verpflichtung für etwas zu machen. Und der Bereich von der Nachhaltigkeit, den sehe ich eigentlich auf drei Niveaus. Das ist ein Niveau vom Betrieb, das ist das, was ich für den Klient machen kann, und auch das, was ich für den Employee machen kann. Ich meine, wenn ich für den Klient guckt, dann ist es für mich eine ganz große Ambition, dass wir als Bank gucken, dass wir die Klasse besten an dem heutigen Bereich gehen. Das ist eine ganz große Ambition. Das heißt, dass ich aber gleichzeitig muss am Niveau von den Ersparnisproduzieren muss können zur Verfügung stellen, dass der Klient einer ganz ausgewählten Produzieren, die auch international unerkannt sind, kann man Sicherheit an etwas investieren, was nachhaltig ist. Es heißt aber für mich auch als Bank für ein Kreditgeschäft, dass wir Kredite machen, wo wir helfen, Transition zu einer mehr nachhaltigen Ökonomie mal zu finanzieren, sodass der Klient auf den zwei Seiten am Fungehol diese Certitude hat. Ich meine, bei den Employeen, wir haben eine relativ junge Belegschaft. Und da stellt den Molations fest, dass die wesentlich mehr kritisch per Rapport zu dem Thema sind. Das ist natürlich zu sagen, dass gut von den Betrieben Benefiz möchte, aber wir wollen aber auch verstehen, wen der Benefiz am Endeffekt gemacht hat. Und da könnt dann meine Aktivität, die von einem Betrieb verlangt wird, dass das nicht nur darüber geschwärzt wird, sondern auch tatsächlich etwas gemerkt wird. Und ich hätte, dass als Mitarbeiter all das Gefühl haben, an einem Betrieb zu arbeiten, wir noch letztendlich Verantwortung überhält, für die Zukunft abzubauen und nicht für die Zukunft aufzubauen. Ich meine, den Hauptausstoß aus dem, dass teilweise Banken per se, und das gilt ganz bestimmt für uns zu Lützburg, die Nachhaltigkeit schon an ihrer DNA hatten. Wenn ich da gucke, dann meine ich, dass den Responsabilitätsgedanken ganz wichtig ist. Aber wenn ich gucke, für wirtschaftlich, für sozial, für ökologisch Responsabilität können an einer Region, an einem Land zu überholen, wo wir schaffen, dann meine ich, dass wir ganz gute Voraussetzungen für das zu machen. Allein schon der Fakt, dass als Bank hier Benefizien nicht ausschüttet und am Betrieb dran ist, als am Fungerhol fantastische Mechanismus für die Krise zuzumachen, für die Ökonomie noch außen zu stärken und als Membres, die am Fungerhol als Aktionäre sind, als Klienten sind, geht kein Dumm an eine Bank, die weiterhin auch mehr gestärkt wird. Als Kooperativbank haben wir die Idee, die RSE, also die Responsabilität Soziale der Unternehmen, mit an Strategie anzubannen. Und wir haben den Label von einer Unternehmen sozialement responsable gefragt, die wir gekriegt haben vom INDR, also dem Institut National pour le Développement Durable. Die Kriterien vom INDR sind, dass sie sich, wie gesagt, nachhaltig engagieren, dann in allen Bereichen, im Bereich von der Vie Sociale, also der ganze soziale Volley, geguckt. Den ganzen Volley Gesellschaft und den Volley natürlich Environnement. Wir machen mit einem Allioas da und Assoziationen aus allen verschiedenen Bereichen hier im Land. Wir haben auch decidiert, für Jahren aktiv Partenariate zu machen. Und das werden die aktiv Partenariate resümieren sich nicht daran, dass ihnen hinten zur Seite steht, mehr eigentlich, dass als eigene Employee an sozialen Aktivitäten mit denen oder mit den SPLen, sodass das Ganze ein ganz anderer Not kriegt. Und wir haben eine Semaine-Santé, respektive mittlerweile schon zwei Semaines, an die heißen los Santé et Bien-être au Travail, wo wir den Employen, also alle unsere Mitarbeiter, die Santé und auch den Bien-être auf den Arbeitsplatz mitbringen, wo wir eine ganze Partie Atelier machen, eine Partie Konferenzen machen, im Bereich Gesundheit, also im Bereich gesund essen, bewegen, aber auch die ganze Wolle Nachhaltigkeit, Energiekonsumation wird während der Wochen trainiert. Dann kennt alles immer mehr großes Succes. Zu Leidling und Siege haben wir eigentlich eine Aktivkampagne gemacht, die Reduktion von Aufwall geht, da das sind eine Plastikaufwall wie PVC, PE, normale Plastik, aber auch andere Materialien, die wir probieren zu reduzieren. Wir haben auch im Niveau vom Restaurant d'Entreprise praktisch kein Plastik mehr. Wir arbeiten ganz viel mit Glas. Glas kann man immer recyceln und die Leute haben halt eine relativ große Akzeptanz. Wir als Bank Raiffeisen haben decidiert, uns aktiv anzusetzen für die Nachhaltigkeit.
Do wein zum Räumen komplett Palett von Produkten und Servicen, die man als Klient nur bietet. Als Servicer haben wir Gestion, wo wir eine Strategie haben, die basiert auf nachhaltig Produkten. Daneben haben wir eine Selektion von strukturierten Produkten auf der einen Seite und Fonds, die alle guten Zertifikate haben, dass sie nachhaltig sind. Wir haben den Schwag gemacht, heißt hier, auf die sogenannten ESG-Kriterien zu basieren. Denn E für Environment steht im Fonds für respektvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Und den S ist für Sozial, und da geht es um den respektvollen Umgang mit den Menschen. Und der G ist im Fonds Gouvernance, wo es um Entreprise geht, die sich im Fonds für die Nachhaltigkeit wollen ansetzen. Wenn nicht wir nachhaltig investieren, wie soll es dann machen? Und wenn wir es lohnt, wie soll es da sein?